Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier auf unserem Style Coach Plus Kanal. Spannendes Thema, wie hält denn meine Frisur länger? Also sprich, was muss ich denn eigentlich einsetzen, was muss ich beim Styling beachten, was muss ich für Produkte benutzen? Auch dazu durfte ich ein Special beim MDR machen und was es so für Tipps und Tricks gibt, das seht ihr jetzt hier in meiner Sendung. So, und jetzt kümmern wir uns um das, womit sich Sven am allerbesten auskennt, nämlich um die Haare. Und heute geht es darum, wie Frisuren, die wir uns mühselig erarbeiten, auch von Expertinnen und Experten wie dir oder selber zu Hause im Bad stundenlang machen, wie die am besten auch ordentlich halten. Genau. Vielleicht fangen wir mal mit Locken an oder Wellen, die sich ja irgendwie viele immer wünschen, dann auch mühselig dran rumarbeiten. Wie bekommt man denn Locken in den Griff, dass sie möglichst länger bleiben als die nächsten 20 Minuten? Also ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist die Vorbereitung. Es ist ja oft so, wenn ich ein langes Haar habe und habe das frisch gemacht, dann ist es so, lange Haare brauchen ja etwas mehr Pflege. Dann habe ich zum Beispiel schon eine sehr pflegende Haarwäsche, ich habe einen Conditioner, ich habe vielleicht noch ein Leave-In. Und dann sind die Haare an sich schon glatt. Also Leave-In ist auch eine Art Conditioner, oder? Etwas, was man nicht ausspülen muss. Genau, ist eine Pflege, die drin bleibt. Ja. Ist zwar leichter, aber in Kombination mit den anderen Produkten macht es trotzdem das Haar schwer. Und das ist mal grundsätzlich so ein Tipp. Überhaupt, wenn ich ein Styling haben möchte, was länger halten sollte, dann sollte ich auch mich mit den Produkten ein Stück weit zurückhalten. Also vor allem mit Pflegeprodukten. Es muss trotzdem was rein, aber muss da halt ein bisschen schauen, dass ich nur das wirkliche Minimum nehme. Und dann ist es halt wichtig, dass die Haare vielleicht schon 2-3 Tage alt sind, also dass ich halt nicht unbedingt ein frisch gewaschenes Haar die Locken mache, weil das Haar an sich schon sehr glatt ist. Ist das Haar ein Stück weit älter, dann ist die Oberfläche ein bisschen rauer, die Schuppenschicht steht ein bisschen mehr ab und dann greift das Haar mehr ineinander und dann hält eine Locke natürlich dann halt super. Und da heißt, bei frisch gewaschenem Haar hält einfach grundsätzlich weniger? In dem Fall ja. In dem Fall ja. Ist ja genau, wenn man eine Hochsteckfrisur sich machen lässt, ist ja auch so, wir Friseure mögen es halt ganz gerne, gerade für ein Event oder für eine Hochzeit, wenn die Haare schon wirklich einen Tag alt sind, ne, um so ein bisschen eine Patina schon wieder im Haar zu haben und dann hält das Ganze einfach besser zusammen. Ja. Ist das eigentlich so, dass ganz viele mit gewaschenen Haaren zu euch kommen, einfach weil sie denken, dass sich das so gehört? Oder eher nicht mehr so und du möchtest uns davon nicht erzählen? Ja, doch. Es ist schon so. Also wir versuchen das natürlich immer zu sagen, weil wir sehen natürlich gerne unsere Gäste schon so, wie sie im Alltag sind. Weil wenn die Haare schon frisch gewaschen sind, dann kann auch ein falscher Eindruck entstehen. Auch das ist schon wichtig, dass man so kommt, wie man auch vielleicht nach 2-3 Tagen aussieht. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Heute kommt ja niemand mit extrem fettigen oder schmutzigen Haaren. Okay, aber das ist ja eigentlich sogar ein ganz guter Tipp, dass wenn man ordentlich beraten werden will, dass man dann nicht mit frisch gewaschenem Haar kommt, sondern vielleicht eben schon ein bisschen älter. Jetzt nicht eine Woche, wenn es geht, aber... Ja, so 1-2 Tage älter geht schon, aber auch da ist immer so eine Frage, wenn ich ein komplett anderes Styling mir wünsche, dann ist es schon wichtig, dass die Haare eher frisch gewaschen sind. Wenn ich so normal jetzt sage, okay, ich komme jetzt zum Nacharbeiten, vielleicht von Farbe und ein Stück weit schneiden, dann ist schon besser, wenn das Haar nicht ganz frisch gewaschen ist. Sie können Ihre Fragen heute auch wieder stellen. Einfach anrufen 01802 15 15 17 und dann beantwortet Sven Henschel wieder Ihre Fragen. Und bevor wir gleich mit dem Thema noch ein bisschen weitermachen, wollen wir natürlich draufschauen auf dein Umstyling. Freuen wir uns immer jede Woche schon drauf oder jedes Mal, wenn du da bist, was du wohl wieder gezaubert hast. Los geht's mit Ingeborg. Richtig. Ich wünsche mir, dass ich ein bisschen mehr Volumen in der Haare bekomme. Das ist meine Naturfarbe, die möchte ich eigentlich gerne behalten, wünsche mir aber ein paar Strähnen rein, dass es noch ein bisschen frischer wird. Ja, Ingeborg, das ist so der typische Kurzhaarfehler. Ingeborg war beim Friseur und viele denken, ja, wenn das Oberkopfhaar sehr kurz geschnitten ist, gibt es mehr Volumen, was ein Trugschluss ist, weil wir brauchen ja auch Haar, was erstmal eine Form ergibt, was ein Volumen ergibt. Und bei Ingeborg war es halt wirklich so, dass das Deckhaar sehr, sehr kurz ist und die Seiten und der Nacken aber dafür extrem viel Volumen haben. Und da gibt es sozusagen passend zu Weihnachten einen Tannenbaum als Frisur. Also das heißt, ich habe oben das Ganze flach und habe dann an Seiten und im Nacken viel zu viel Volumen. Und das habe ich hier mit dem Haarschnitt als erstes mal eingekürzt, um überhaupt eine Grundform herzustellen. Und bei Ingeborg ist es wirklich so, der Weg ist das Ziel. Also hier muss schon das Haar am Ende erstmal ein Stück wachsen, damit sie noch besser zurechtkommt. Für uns ist es ja immer wichtig vom Konzept her, dass die Haare wirklich relativ
Hut von alleine fallen. Das heißt wirklich, was du gerade gesagt hast, dass ihr eigentlich erstmal festgestellt habt, es ist grundsätzlich an einigen Stellen eher zu kurz und man muss jetzt sich sukzessive hinarbeiten und sie muss wachsen lassen. Genau, aber ich habe jetzt erstmal Platz geschaffen mit der Stufung an Seiten und Nacken. Und das Ganze haben wir nochmal unterstützt. Man sieht es hier mit Strähnen. Die Strähnen sind hier in Naturgrau gemacht worden, weil Ingeborg hat sich ja gewünscht, dass ihre Naturfarbe an sich schon erhalten bleibt. Und diese Strähnen sind halt toll, um das Volumen einfach zu fixieren. Weil auch da passiert eins, wenn ich heller färbe, dann raue ich die Schuppenschicht extrem auf. Und mit diesem Aufrauen gibt es einfach vom Ansatz her schon gut halt, und das macht es der Ingeborg halt dann wirklich leichter, das Haar jetzt auswachsen zu lassen und am Ende wirklich eine Kurzhaarfrisur zu haben, die modern ist, die frisch ist, die aber auch fast von alleine fällt. Ja, haben wir gerade schon gesehen. Wenn du jetzt gerade die Farbe auch ansprichst, da geht es gar nicht nur um die Optik, sondern die hilft auch für mehr Haltbarkeit? Genau. Ganz oft ist es so, dass so ein Druckluss entsteht, ich mache nur eine Farbe, damit ich eine farbliche Wirkung habe, optisch. Darum geht es ganz oft nicht. Es ist halt so, dass gerade bei einem Feinhaar oder bei einem Haar, was mit sehr vielen Wirbeln durchzogen ist und ein bisschen storrig ist, dass ich dem Haar einfach nochmal eine andere Richtung geben kann. Mhm. Weil wenn das Haar ungefärbt ist, fällt es einfach so, wie es aus der Kopfhaut rauswächst. Und wenn ich aber gerade wie hier in dem Fall Strähnen mache, also eine heller Färbung mache, dann tue ich das Haar absichtlich strapazieren, also ein Stück weit antickern. Und dann kann man dem Ganzen auch eine Richtung geben, die man will. Ja, und ich glaube, die Richtung, die ist bei Ingeborg richtig gut angekommen. Da sehen wir erstmal das Vorher-Nachher noch, genau. Genau, man sieht ja, wie das Volumen verschoben wurde. Ne? Es ist jetzt wirklich am Oberkopf deutlich mehr Volumen und die Seiten sind halt schön schmal und modern dadurch. Genau, und dann hören wir natürlich Ingeborg dazu. Es war heute ein sehr schöner Tag. Ich bin mit dem Schnitt zufrieden, ich bin mit dem Volumen zufrieden, ich bin mit den Strähnchen zufrieden. Alles total super. Das finden wir super. Und sie wird wahrscheinlich ja auch noch mal bei dir vorbeikommen, um dann langsam, kannst du auch ruhig noch mal darauf hinweisen, dass sie dann noch mal ein Foto uns zeigt. Vielleicht gucken wir noch mal in einem halben Jahr drauf, sehr gerne, das ist ja auch spannend. Was dann draus geworden ist. Wenn du sagst, der Weg ist das Ziel, dann sind wir natürlich gerne dabei bei dem Weg. Wir kümmern uns um die Fragen, zum Beispiel von Frau Müller. Hallo, Frau Müller. Hallo. Liebe Grüße, wirklich Oldenburg in Holstein. Jawohl. Ja, geht ja weit in den Norden. Moin. Moin, ja, bei uns ist der Winter eingezogen und ja, die Haare liegen nicht mehr. Die Mütze drückt alles platt. Das Meine stimmt. Frage ist eigentlich, ich habe einen Pop. Ich habe sehr feines Haar und auch leicht fettendes Haar. Ich hatte früher mal ein bisschen Dauerwelle immer und das hat dem Aussehen doch weitergeholfen, sage ich jetzt mal so. Davon bin ich jetzt abgekommen. Ich habe jetzt Farbsträhnchen drin, aber trotzdem bin ich nicht so recht zufrieden. Mein Mann sagt auch, früher hast du mal besser ausgesehen. Ja, oh, also mit dem würde ich gerne mal reden. Also es gibt ja wohl gar nicht. Ja. Was sagt der Friseurexperte dazu? Naja, als allererstes mal würde ich den Mann austauschen und dann vom Volumen her ist die Frage, klar, man kann jetzt, wenn Sie sehr feines Haar haben, kann man das natürlich mit einer Dauerwelle nicht vergleichen. Also es ist halt wirklich so, die Dauerwelle an sich macht ja schon vom Grund her Volumen, aber strapaziert die Haare extrem und langfristig ist es dann wirklich so, dass das Haar teilweise abbrechen kann und auch sehr an Glanz verliert. Als Tipp für feines Haar ist immer erstmal wichtig, dass es ein sehr kompakter Haarschnitt ist. Von den Pflegeprodukten, die sich ein Stück weit zurückhalten sollten. Und was Sie tun können, ist, wenn Sie Ihre Haare frisch gestylt haben, einfach mal Trockenshampoo in die Haaransätze geben, direkt nach dem Styling. Weil das macht vom Ansatz her das Haar etwas griffiger. Und es verhindert zum Beispiel, dass von der Kopfhaut das Fett und der Talg, was abgesondert wird, dass sich das in die Haaransätze direkt setzt und das Haar einfach wieder einfällt. Ich finde auch übrigens, Trockenshampoo ist echt ein Zaubermittel. Absolut. Früher war das so ein bisschen verschrien. Ja? Man nimmt das nur, wenn man fettige Ansätze hat. Und heute für uns im Salon ist es ein absolutes Styling-Highlight. Haben Sie das schon mal probiert, Frau Müller? Ich habe das schon mal probiert. Jetzt noch mal kurz noch eine Frage. Das tägliche Waschen des Haares, heißt das, wie oft ist normal? Manche machen es jeden Tag. Da sind die Meinungen so ein bisschen, gehen da auseinander. Mm. Ja, und so ist das Ergebnis auch. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Oft ist es ja so, dass man die Haare eher wäscht, weil man das Gefühl hat, man ist nicht sauber am Haar. Ich finde,
zwei, drei Tage kann man schon aushalten, wenn man das hinbekommt, weil es halt einfach so ist, dass natürlich immer mit Fett- und Teigentzug die Kopfhaut mit Neuproduktion reagiert. Und bei dem einen oder anderen ist es dann wirklich so, wenn er sich einmal umgewöhnt hat, dann hat er auch durchaus mehr Volumen und einfach auch eine länger haltende Frisur, weil das Haar sich ein bisschen umgewöhnt hat und auch dann die Stoffe, die es absondert, nutzt, um das Haar einfach ein Stück aufzubauen. Mhm. Okay, also da waren ein paar Tipps dabei, Frau Müller. Vielleicht einen kurzen habe ich noch, Entschuldigung. Ja, klar. Einfach mal über Kopf ein bisschen Haarspray noch in die Ansätze sprühen, ein leichtes Haarspray. Auch das ist nochmal sowas, was das Ganze ein bisschen aufbaut und auch für längeren Halt sorgt. In Verbindung mit dem Trockenshampoo gibt es eine ganz gute Mischung. Nur Vorsicht, nicht zu viel bitte. Ja. Na, immerhin, da haben wir doch was dabei. Und liebe Grüße an den Mann. Ist ja schön, wenn er ehrlich ist, aber Hauptsache, er hat sie trotzdem von Herzen gern. Ja, das schon 42 Jahre. Na dann, dann lassen wir das durchgehen. Vielen, vielen Dank, Frau Müller, und liebe Grüße nach Holstein. Danke. Jo, ciao. Tschüss. Ciao. Wir machen direkt weiter, weil das einfach hier viele Fragen gibt. Frau Hartung zum Beispiel fragt auch. Ja. Hm. Was fragen Sie denn? Ich habe leicht welliges Haar, und zwar mittelblond. Ich hatte früher hellblondes Haar und wollte jetzt meine Haare wieder färben. Und zwar die Spitzen, nach den Spitzen zu ein bisschen heller, ob das möglich ist. Also möglich ist das auf jeden Fall. Ihr Friseur müsste halt von der Typologie entscheiden, ob die Strähnen funktionieren, also zum Beispiel auch zum Ton passen und natürlich zur Haarstruktur, weil sonst kann natürlich sein, wenn das Haar sehr, sehr strapaziert ist, sehr, sehr trocken ist, gerade jetzt im Winter. Trocken ist es sowieso. dann kann es schon sein, dass Ihr Friseur vielleicht sagt, er würde es lassen, weil das trocknet natürlich immer noch ein bisschen mehr aus. Also das hängt jetzt insgesamt vom Zustand ab und von der Typologie. Mhm. Ja, gut. Okay. Vielen Dank. Ne? Dann danke schön, Frau Hartung, für die Frage. Ja, danke auch. Und wir machen mal mit Katja weiter. Die hast du auch umgestylt. Lass uns doch mal auf Katja schauen. Ich bin heute hier, weil ich meine Corona-Welle ein bisschen aufpeppen möchte. Das heißt, sie sind blond und das finde ich auch gut, aber seit 3 Jahren wachsen sie wie Sauerkraut. Und deswegen denke ich, kriegt man das vielleicht hin, dass man das ein bisschen aufhübscht und noch ein bisschen stylischer macht. Boah, 3 Jahre wachsen lassen ist schon auch krass, oder? Ja, Katja ist ja wirklich ein super trendiger Typ, hat auch tolle Haare an sich. Allerdings ist es wirklich so, man sieht auch hier, ja, wenn man die Spitzen jetzt sich anschaut, wie strapaziert die sind, wie gebrochen die sind. Also da war einiges an Schnitt notwendig. Und es ist jetzt bei Katja tatsächlich so, dass die Haare fast eine gleiche Länge haben und dadurch auch jegliches Volumen am Oberkopf fehlt. Das haben wir hier beim Beraten auch nochmal. Ich habe ihr so ein bisschen gezeigt, wie das auch die Kopfform verändert. Sie hat ein bisschen die Wangenknochen ein bisschen charakteristischer. Und da ist es halt wirklich so, die ein Stück zu entlasten. Da braucht es schon auch ein bisschen mehr Volumen am Oberkopf. Also ein langes Haar sollte halt schon auch ein Stück weit schnittgepflegt sein. Und ja, Farbe war extrem blond, ist noch mit relativ breiten, hellen Strähnen durchzogen gewesen. Und da Katja ein extrem trendiger Typ ist, haben wir gesagt, okay, wir können das Ganze mal ein bisschen aufpeppen. Und sie ist da auch richtig mutig gewesen und hat uns ganz freie Hand gelassen. Sehe ich da so ein bisschen so einen rötlichen, genau, ist das so ein Erdbeerblond? Ja, genau, das ist so ein schöner Roséton. Muss sagen, ist nur eine Tönung, weil es war wirklich so, dass die Katja schon extrem strapazierte Haare durch die Farbe hatte. Hier sieht man es jetzt beim Abspülen schön, wie kräftig Rosé das geworden ist. Und da haben wir uns entschieden, nur als Tönung das Haar ein Stück zu veredeln. Also es ist keine wirkliche Farbe, es hält auch nicht ewig durch. Das heißt, die greift dann das Haar weniger an? Genau, ja. Also wird nur von außen angelagert, wird nicht ins Haar eingelagert. Und diese rötlichen Pigmente sind halt vorrangig. Und ja, vom Schnitt her ist es schon ganz schön viel ab, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja, ist schon richtig viel gefallen. Also 10 cm Länge und eine tolle Stufung. Und hier musste ich mal meine Lockenwickler wieder rausholen. Würde man jetzt denken, meine Güte, das ist ja irgendwie von anno dazu mal, aber nee. Genau, es war der Wunsch von Katja und das ist ja auch toll. Man sollte als Friseur auch zuhören. Und Katja sagt, wenn sie ihre Haare so hat und die jetzt auch extrem eingepflegt sind, das, was ich eingangs schon sagte, dann ist es so, dass wenn man es zum Beispiel föhnt oder mit dem Lockenstab bearbeitet, dann hält es bei ihr nicht so optimal gut und sie wollte auch nur so eine leichte Bewegung haben. Also, und deswegen haben wir uns hier für einen Lockenwickler entschieden, also die klassischen Klettwickler, die sich ja auch zu Hause relativ einfach eindrehen lassen mit ein bisschen Übung. Man muss nur auf die Spitzen aufpassen.
Ja, und das fand ich ja mal spannend, das auch wieder so zu machen. Und man sieht, das Ganze kann auch modern aussehen, obwohl es eingedreht ist. Und ja, dauert halt ein bisschen länger beim Friseur, man muss halt ein bisschen länger sitzen oder zu Hause, aber trotzdem ist es nicht weg als Style. Dann lass uns doch gleich mal anhand von Katjas Beispiel dann auch bei uns allen bleiben und bei der Frage, wie eben Dinge halten. Du hast gerade eben gesagt, dass Katja dir gesagt hat, dass so Glätteisen oder Lockenstäbe bei ihr offensichtlich das Haar nicht so zum Halten bringen. Die Wickler aber schon. Heißt das, das ist etwas, was ich auch selber rausfinden muss, womit am besten irgendwie mein Haar umgehen kann? Genau. Also man muss halt, es kommt immer ein bisschen auf den Strapazierungsgrad des Haares an und dann muss man halt schauen, hat man ein sehr schweres Haar, das auch sehr gerade ist, was sehr nach unten zieht, dann ist eine Föhnbürste eher nicht so optimal, weil man da ja je nach Durchmesser eher nur so ganz leichte Spannung bekommt. Mhm. Nimmt man natürlich hier, wir haben jetzt hier mal zwei verschiedene Wickler. Ja, wir haben jetzt so einen größeren, also für ein längeres Haar würde ich natürlich optimalerweise eher den größeren nehmen. Das ist so, wie wir es bei Katja eingesetzt haben, das gibt dann so eine leichte Bewegung. Will ich aber richtig viel Locken haben, dann brauche ich eher einen Durchmesser, der wie jetzt hier der Wickler, also na, der ist, man sieht es ja jetzt, der würde jetzt hier reingehen. Mhm. Ja, also ist halt viel kleiner. Habe ich ein Haar, was aber sehr viel Spannung schon mitbringt, vielleicht auch eine Naturwelle hat, dann kann ich dann eher entweder hier mit so einer großen Föhnbürste zum Beispiel arbeiten und mir nur die Spitzen einfach ein bisschen glatt ziehen und eine leichte Bewegung bringen. Oder ich nehme halt ein Glätteisen, finde ich persönlich recht optimal. Wichtig, man muss man halt auch wirklich üben, ne? Dass man das hinbekommt, sonst kriegt man ziemlich hässliche Knicke rein. Ja, also kann es, ich, muss, kann es ich muss halt sagen, ein gutes Glätteisen sein. Du siehst es halt hier, wir haben halt hier, die Kanten sind rund. Und was ganz wichtig ist, Keramikbeschichtung. Das ist dann das hier. Das ist dann das, was auf der Platte drauf ist, um das Haar nicht überzustrapazieren. Weil wenn zu viel Hitze aufs Haar kommt, dann hält die Frisur auch nicht. Ja, dann ist das Haar halt wirklich so, dass es schon gleich wieder ausgelaugt ist. Und dann erreicht man den Gegeneffekt. Aber das, wie du schon sagst, muss man natürlich ein bisschen ausprobieren. Vielleicht auch mal mit seinem Friseur sprechen, was er denkt, was am optimalsten ist. Und man sieht es ja auch. Leider ist es beim Friseur oft so, dass eigentlich ein bisschen viel Spannung drin ist. Also man merkt, es geht die Kundin raus und macht schon mal so. Dann weiß man schon, okay, hast ein bisschen viel Volumen reingeföhnt. Oder man muss es halt wirklich auch sagen dem Friseur. Wenn ich jetzt halt sage, hey, pass auf, ich gehe morgen aus, ja, dann weiß der Friseur, okay, es muss ein bisschen mehr Spannung rein. Damit es morgen noch gut aussieht. Damit es morgen noch gut aussieht, dann muss man aber auch damit leben, dass man vielleicht für den Moment einfach ein bisschen viel Volumen auf dem Kopf hat und es ein bisschen ungewohnt ist. Und da schließt sich jetzt aber die Frage an, wenn ich nämlich morgen dann erst ausgehen will und so, wie überstehe ich denn die Nacht? Der Kopf muss ja irgendwo liegen. Na, sitzen bleiben. Sitzen Nein, bleiben. Natürlich gut. Nicht. Es gibt auch ein paar Tipps für die Nacht. Also, was mal grundsätzlich wichtig ist, dass ich am Abend die Haare aufschüttle. Das heißt, aufschütteln am besten mit den Fingern. Vielleicht kann ich auch noch mal mit den Fingerspitzen die Haare, die Kopfhaut so ein bisschen massieren. Damit wird der Ansatz noch ein bisschen leicht antupiert. Also das ist super. Ausgekämmt wird nur sanft, wenn mit so einem großen Ganz Kamm. Ganz groben? Ja, oder mit so einer Bürste. Auch das ist, geht super. Da muss ich natürlich ein bisschen schauen, dass ich mir nicht zu viel Volumen wegnehme. Wieder, wenn es lange Haare sind, einen sanften Zopf flechten, der darf nur mit Satin oder Seide zusammengebunden werden. Auch oder ich habe hier so ein Ding, das ist auch ohne irgendwas? Genau, das ist perfekt. Genau, sowas ist auch. Also es muss halt immer schön elastisch sein. Also es darf wirklich nur einen ganz leichten Zug geben. Kein Metallding dran? Ne? Kein Metallding dran. Und die Haarwurzeln sollten nicht überzogen sein. Also es darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise straff sein. Seitenbezüge, ja, genau wie die Dinge zum Zusammenmachen. Oder Satin als Bettbezüge sind halt super. Weil da entsteht keine Reibung. Baumwolle ist zwar recht angenehm, gerade jetzt, aber Baumwolle ist rau. Und wenn ich das Haar aufraue, fällt es halt schneller zusammen. Also da ist eher wirklich alles das, was haarschonend ist. Und für die Kurzhaarträger, die könnten sogar eine Seidenhaube drüber tragen. Okay. Nur da muss man ein bisschen aufpassen. Dann ist es eher vorteilhafter, dem Friseur zu sagen, hey, pass auf, mach wenig Produkt ins Haar, wenn es für den nächsten Tag ist. Weil das Produkt sollte abends raus. Weil wenn man nachts ein bisschen schwitzt und es ist ein bisschen feucht an der Kopfhaut, dann verbindet sich das mit dem Produkt, dann verklebt das Ganze. Man muss es am Morgen auskämmen oder wieder in Form bringen. Und dann hat man natürlich halt den Halt komplett rausgenommen. Also okay, dann haben wir aber so ein paar Tipps gehört, um dem Struwwelpeter-Effekt entgegenzuwirken am nächsten Morgen. Und wollen natürlich noch das Vorher-Nachher von Katja uns angucken, ehe wir es ihr vergessen. Apropos Struwwelpeter. Man sieht schon, dass die Haare, ne, auf dem ersten Bild schöne Haare, aber trotzdem, wie du gesagt hast, eben dieses kaputte. Und das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Und jetzt mit dem Erdbeerblond, also
angesagt, da geht es ja kaum. Genau, es ist halt ein trendiger Typ und ich denke, da darf es auch mal so was ein bisschen Ausgefalleneres sein. Und auch vom Styling her, sie liebt das halt. Und das ist halt auch wichtig, dass man das auch seinem Friseur mitteilt, ja, dass der sich auch wirklich auf die Bedürfnisse des Kunden einstellen kann. Und ich glaube, man hört es auch, dass es Katja gefällt. Ja, also was soll ich sagen? Ich fühle mich Disco. Ich war am Anfang ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, was Sven so abschneidet. Und als dann solche Strähnen fielen, habe ich gedacht, oh mein Gott, du brauchst, bis du 70 wirst, bis die Haare wieder so lang sind. Aber man sieht ja, es sind tatsächlich noch lang. Anders als vorher, aber poppig. Und ja, ich denke, so ein bisschen fetzig halt. Finde ich cool, echt. Ganz lieben Dank. Jawohl, das fetzt. Und es würde fetzen, wenn du mir jetzt noch eine ganz schnelle Antwort gibst, Sven. Frau Kürige will nämlich wissen, nach einer OP ist ihr das Haar ausgefallen. Es ist wieder da, aber die Spitzen sind sehr trocken. Hast du einen Tipp für sie, einen ganz schnellen? Haarkur und wenn es geht, in dem Fall mit ein paar Silikonen drin, weil die haften sich ums Haar, machen es dadurch ein bisschen geschmeidiger und vielleicht noch ein Haaröl ins trockene Haar. Okay, das ist doch also schon mal ein Tipp. Darauf achten, dass die Haarkur Silikon hat und ein bisschen Haaröl besorgen. Vielen, vielen Dank. Für ja, eine gut haltende Frisur, vielleicht auch gerade jetzt so in der spannenden Zeit des Ausgehens mitnehmen. Und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne ein Kanalabo. Die Glocke betätigen wäre auch super. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald auf unserem Kanal.